Grüße euch, das ist wieder Uwe Boyer mit Neuschöpfungsleben. Ja, die momentane Zeitqualität ist ja nach wie vor sehr klärend, sehr, ja, auch das, möchte man sagen, diese Energien, die da über die Erde fließen, sind teilweise, ja, von zwei verschiedenen Bewusstseinsmöglichkeiten nährt, möchte ich fast mal sagen. Das eine sind halt diese alten Strukturen, die mit bestimmten, ja, auch Technologien, die ihnen zur Verfügung stehen, bestimmte Möglichkeiten hier auf der Erde anheizen, auch in Sachen Wetter etc. Und auf der anderen Seite sind natürlich dann die lichtvollen, liebe lichtvollen Energien, Bewusstseine, die jetzt, ich möchte mal sagen, so viel wie möglich davon eindämmen. Es sind aber auch dann gewisse Energien, die einfach fließen müssen, weil manches sonst einfach, ja, zu sehr eingedämmt hinter Staudämmen bleibt. Und ich gehe jetzt hier so Richtung, ja, dass vieles jetzt an die Oberfläche kommt und das ist so langsam am Beginnen, wird aber erst in den nächsten Wochen und vor allen Dingen Monaten dann immer stärker. Und ja, das hat zur Folge, dass vieles halt, wo für viele, viele Menschen als unmöglich galt, als nicht glaubhaft, als ja, so in ihrem Innersten zwar irgendwo in Resonanz gehend, aber dann von ihren gesamten Glaubensmustern und auch Glaubensstrukturen, die sie so in sich haben, sofort abgelehnt werden und wurden und auch noch werden. Ja, dieses alles, wo jetzt in der äußeren Welt so hoch triggert und auch immer mehr den Deckel von dem Kochtopf so anhebt und dieses Ganze, was da drunter gehalten werden soll, nun auch immer mehr überkocht. Das heizt natürlich auch die Emotionen auf und da sind wir auch wieder beim Wasser. Wir haben ja letzte Mal, habe ich euch im letzten Video ja dargelegt, dass vieles jetzt ins Wasser geleitet wird an Neuschöpfungsenergie und das bedeutet ja auch, dass dann jetzt vieles, vieles in den Fluss kommt und ja, auch manchmal dann auch ja, sehr stark und für unsere Verhältnisse zu viel. Und dieses zu viel kommt dann aber auch, wie gesagt, von gewissen alten Strukturen, die sich das jetzt, möchte man sagen, nochmal zunutze machen wollen und dann die Energien soweit noch aufheizen durch ihre Möglichkeiten, die dann gewisse Überreaktionen auch auf der Erde hervorrufen. Ihr wisst, auf was ich hinaus will. Genau, und dies alles, wo sich hier jetzt so abspielt, ist ja die Folge von diesem neuen, von dieser neuen Lebensmöglichkeit, Lebensmöglichkeiten, die sich im Innersten von deinem Herzen jetzt einstellen. Und die kommen aus deinen höheren und höchsten Bewusstseinen, Bewusstseinsdimensionen kann man sie auch nennen. Und die sind eine Folge von Jahrtausende, Jahrmillionen und Jahrmilliarden und ganze Schöpfung der Entwicklung. Und die akkumulieren sich, also gehen jetzt hier immer stärker in Resonanz und es gibt so eine Rückkopplungsschlaufe, möchte ich es mal nennen. Wir strahlen das aus, hier von der Erde, aber nicht nur wir, auch natürlich alle
Naturgeistwesenheiten oder die Naturgeistwesenheit, wenn wir es mal so nennen möchten, dann Mutter Erde Gaia, die ja dir sozusagen die, ich möchte mal sagen, die ist die das größte Bewusstseinsgewicht in die Waagschale legt. Und wenn Mutter Erde Gaia jetzt anfängt, sich zu potenzieren in ihrem innersten Herz, das ist so ein Liebe-Licht-Sonnenherz in der Mitte des Planeten, der ja für mich in der Mitte diese Liebes-Licht-Sonne hat. Und dieses kommt nun zurück zu uns auch auf der Oberfläche des Planeten. Und das bedeutet eben, wir haben das ja auch so vorher abgemacht und bevor wir inkarniert sind. Und das fängt jetzt an, uns aus den höheren Dimensionen, also aus deinem höchsten Selbst, wenn man so möchte, und gleichwohl auch sozusagen jetzt mal für den Verstand gesehen, für unser 3D-Bewusstsein von unten, von Mutter Erde auch. So, und wir sind eben dazwischen sozusagen in der Mitte und wir sind ja dann auch, ich möchte mal sagen, so die Mittler darum und sind aber auch die Schöpferwesen, die dieses Jahr überhaupt erstmal mit Mutter Erde Gaia zusammen in die Wirklichkeit hineingezogen haben. Wirklichkeit, die ja entsteht aus Wirkung. Und diese Wirkung fand statt in unserem Herzen, weil wir da in der Mitte sind von unserem innersten Selbst, jetzt mal räumlich gesprochen. Und dieses geht dann in alle Energiezentren von uns, geht aber auch in Resonanz mit dem, was Mutter Erde Gaia ist, weil wir sind eins mit ihr. Wir sind sozusagen kleine individuelle Erden, wenn du so möchtest. Und Mutter Erde ist ja die höchste Schöpfer. Ich möchte sie mal Schöpferin nennen, Göttin, die sich bereit erklärt hat, hier diesen Planeten, dieses Planetenherz zu bilden. Also die höchste Schöpferinstanz hier auf 3D. Und wir als Schöpferwesen sind sozusagen ihre kleinen Energiezentren, die herumlaufen können. Sie hat ja feste Energiezentren, die verortet sind und auch Akupunkturpunkte, wenn du so möchtest, die alle miteinander über die Erdmeridiane in Resonanz stehen. Aber wir und teilweise auch, also viele Tiere auch, aber wir als Menschheit und natürlich die Bäume und die Pflanzen auch, die Naturgeistwesen auch, aber wir als Mensch haben diese höchste Anbindung an die höchsten Dimensionen, weil wir als Schöpferwesen daherkommen. Und das bedeutet Mutter Erde auch, aber wir haben die Tendenz, hier auf ihr verschiedene Möglichkeiten anzutriggern, weil wir sind sozusagen beweglich. Und diese Bewegungsfreiheit ist auch Ausdruck dieses freien Willens, den wir hier haben. Im Moment laufen wir noch sozusagen auf der Erdoberfläche herum, auf der äußeren Erde, wenn wir auch in kürzerer Zukunft dann nicht nur auf der Erde herumlaufen und nicht nur in die Erde hineingehen dürfen und können und werden, sondern auch in die Weltenräume, Bewusstseinsräume, in diese höheren Dimensionen, aber auch in den ganzen sogenannten bekannten Weltraum, Weltenraum hinausgehen werden. So, das mal so am Rande nur erwähnt. Und wir sind jetzt in diesem
freien Willen. Wo bewegt sich der freie Wille? Der freie Wille bewegt sich in dem, ich möchte mal sagen, Ausmaß, wie wir es vorher abgemacht haben, innerhalb unseres Lebensplanes. Wenn du also innerhalb deines Lebensplanes bleibst mit deinem freien Willen, hast du den vollkommenen freien Willen, weil dann möchte das auch dein höchstes Selbst und es ist eine Feedbackschlaufe, also es geht hin und her. Wenn du deinen Lebensplan verlässt, wird dein freier Wille eingegrenzt und du spürst, oh, hier ist nicht mehr so nett. Es ist irgendwie ein bisschen holprig und es wird immer ein bisschen holpriger. Gut. Jetzt im Moment sind wir natürlich sowieso in einer sehr kräftigen Bewusstseinslandschaft unterwegs, weil wir ja eben auch unsere innersten, weil du ja auch deine innersten, ich möchte mal sagen, Lebensüberzeugungen, Muster am Regenerieren bist, aber auch am Transformieren bist. Also wir haben uns ja sehr, sehr stark über die Jahrhunderte, Jahrtausende angepasst an diese alten Matrixmuster, die da aufgestellt wurden von bestimmten, ja, ich möchte sie mal eingrenzenden Bewusstseinen nennen, die bestimmte Kontrolle wollten etc. Und da haben wir uns dann da hineingeschickt über die Jahrtausende, weil wir ja zu diesem Nullpunkt wollten. Also wir haben da freiwillig ja auch mitgemacht sozusagen, was uns, ja, da gab es immer so Sprüche, was dich nicht tötet, macht dich nur noch härter. Also wir sind immer mehr in die Verhärtung gegangen, in die noch stärkere Verdichtung, um zu diesem sogenannten Nullpunkt durchzukommen. Zu diesem Potenzierungspunkt. So, da sind wir jetzt. Wir haben das erreicht in unserem ja, Innersten, haben dadurch jetzt natürlich viele, viele Sachen, die rauskommen, die jetzt so nicht mehr mitgenommen werden können in dieses Neue. Mutter Erde Gaia ist dadurch mit uns in Resonanz gegangen, weil wir sind mit ihr in einer Einheitsresonanz, möchte ich mal nennen, in einer direkten Resonanz im Herz, mit ihrem Herz. Und dadurch gibt es jetzt diese ganzen äußeren, ich möchte mal sagen, Durchlichtungs, ja, Durchlichtungs, Kräfte, die hier wirken auf der Erde. In Resonanz mit deinem Höchsten, mit deinem innersten Höchsten Selbst und natürlich der liebeslichtgeistigen Welt, die jetzt sozusagen anruft. Auch dein Höchstes Selbst ruft dich natürlich an und sagt, hey, hallo, ich rufe dich, jetzt geh mal mehr, noch mehr in deine Berufung. Und dieses alles findet im Moment in dir statt und die Energie wird immer stärker und im Außen wird es dadurch immer kräftiger und sich immer mehr, ja, durchlichtender und dadurch, wo Licht ist, kommen natürlich auch die alten, ich möchte mal sagen, ja, Komposthaufen. Die sich jetzt gerade am Kompostieren sind und das Alte kompostiert sich da gerade und wird so richtig schön wieder zu neuen Möglichkeiten. Also der Kompost ist ja dann der neue, die neue Erde, das neue Mutter, die neue Muttererde, die da gebildet wird. Und wenn wir so schauen in die Natur, aus diesem alten Kompost wächst ja denn das schönste Neue. Und jetzt wächst nicht nur das schönste Neue, sondern es kommen auch ganz neue Pflanzen dazu, ganz neue Mutterbäume, ganz neue, riesige, neue Möglichkeiten an Wachstumsmöglichkeiten. Und die sind jetzt am sich am Formieren. Da ist auch wieder die Form drin. Es gibt dadurch diese Informationen.
Formationsfelder? Gibt es durch diese Feedbackschlaufe, diese innerste Neuerung in dir selbst? Alles Alte ist sich dadurch am Transformieren oder sogar, wie du von mir schon öfters gehört hast, am Potenzieren. Und dieses bedeutet eine ganz, ganz neue Erde. Gut. Diese neue Erde, die jetzt entsteht, ist eine Erde, die keine Vergleichsmöglichkeiten hat zu früheren Zivilisationen, auch nicht zu Atlantis, Lemuria, Mu und so weiter, über Borea, sondern sie ist zwar eine, das sind die Fundamente, die hatten wir schon erreicht, waren aber noch nicht ganz am Nullpunkt, darum wurde das noch mehr verdichtet. Gut, das waren immer so, ich möchte mal sagen, könntest das vergleichen mit der Tonleiter, wie dann die einzelnen Oktaven sich immer wieder noch tiefer schwingen mussten. Dann war sozusagen Hyperborea eine Oktave, Mu, Lemuria und dann Atlantis. Und jetzt sind wir in der tiefsten Oktave angekommen und das hat die Folge, dass wir jetzt potenziert werden können. Und soweit, wenn wir das so möchten, war das alles richtig und gut, auch wenn es nicht immer für uns lustig und witzig waren, die hier in Karne waren. Aber zur Erinnerung, du hast das so gewollt, weil der Benefit, das, was hinten rauskommt, das hast du mit deinem höchsten Selbst so geplant. Und warum haben wir das so geplant? Weil es dann dieses wirklich Neue gibt, dieses, wo es noch nie so zuvor gegeben hat. Und das ist eben dieses, wo wir so gewollt haben. Weil alles hatten wir schon durchprobiert. Wir haben alle Schöpfungen schon erlebt. Alles, was möglich war, ohne diese Potenzierung, haben wir erlebt. Gut. Ja, wir haben jetzt, ich möchte das noch schnell sagen, ja, Sie sagen mir gerade noch, was ich sagen soll. Ja, in den höheren Dimensionen gab es jetzt größte Durchlichtungen. Bedeutet auch, dass gewisse Basenzentren etc. von diesen nicht lichtvolleren Bewusstseinen da jetzt durchlichtet worden sind. Da gab es große Reinigungen, wenn du so möchtest. Und viele, viele Nichtlichtvolle sind dann jetzt auch bereit zur Transformation, weil sie wissen, es gibt nun gar keine andere Möglichkeit mehr. Die, die das nicht möchten, werden von der Erde weggenommen oder auch in die Schöpfung wieder, ja, reintegriert, wenn du so möchtest, aufgelöst und wieder eingefügt. Und das ist eine Folge, die klar war vorher, die bewusst war von diesen Schöpferwesen, die sie zur Verfügung gestellt haben, diesen Verdichtungspart zu übernehmen, die Bleigewichte zu sein. Und sie wussten das auch und haben sich da zur Verfügung gestellt. Gut, das heißt aber nicht, dass jetzt deswegen da diese ganze Sache aufgehalten werden darf, diese neue Schöpfung. Wenn es so ist, dass manches nicht mehr reintegrierbar ist, wird es halt nun mal aufgelöst. Das ist so in der Schöpfung. Wenn du schaust, alles Alte, wo nicht mehr so ist, wird wieder, ja, sich in das Neue transformieren. So. Ach ja, ich soll euch noch sagen, bleibt in der Liebe, im Frieden, in euch, auch wenn es manchmal so herausfordernd ist, weil du gehörst ja zu dieser neuen Schöpfung und die liebeslichtgeistige Welt will dich als Kanal. Du bist dieser Kanal für dieses Hin und Her, diese Feedbackschlaufe, dieses
dieser Response oder dieses, die Antwort, die auch von oben kommt, aber auch von Mutter Erde Gaia, so dieses kommt nun in dir zusammen, im Herz, und du bist dieses, was ausstrahlen kann im Moment, jetzt fängt das bereits an und dieses Neue dann als Wirklichkeit sich im Außen zeigen wird. Es ist klar, dass im Moment dieses so stattfindet, dass du Höhen und Tiefen hast und mal ganz hoch, vielleicht auch mal ganz tief und dann aber wieder durch deine innere Wahrnehmung, Vision, durch dieses Innere, wo du im Herzen spürst, geht es immer weiter. Das zieht dich, das ist die Beziehung, die dich zieht zu diesem Neuen hin. Genau. Wenn du es auch nicht im Tagesbewusstsein sozusagen immer genau siehst, aber du hast diese Anziehung in dir im Herzen. Genau. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit, eine Zeit voller Wunder. Euer Uwe Boyer.